Hallo und herzlich willkommen zu GamesTV 24 Daily. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr seid wach und guckt das jetzt und wart nicht gestern in der Star Wars Mitternachtspremiere. Wie wir. Ja, wir waren zufällig sogar, muss man fast sagen, im selben Kino. Ja. Und haben uns den neuen Star Wars Film angeschaut und wir haben auch eine unterschiedliche Meinung zum Star Wars Film. Passt eigentlich auch ganz gut. Aber wir wollen nicht groß spoilern, weil viele von euch gehen erst heute Abend da rein oder erst am Wochenende und so. Und von daher, ja, geht einfach rein und... Noch ein Spoiler. Entweder werdet ihr den Film gut finden oder nicht so gut. Genau, ja. Ich finde ihn ganz gut. Olaf hat so seine Probleme damit. Ja. Aber mal gucken, wie ihr ihn findet. Wir starten jetzt aber mal den Spiele-News und zwar zum Steam Winter Sale. Und da ist irgendwie der Termin geleakt, ne, wann das losgeht. Ja, und vielen Dank an PayPal, denn die haben mal wieder mit einer E-Mail, hey, nutzt doch PayPal, um günstig bei Steam einzukaufen, zum Beispiel jetzt beim Steam Sale demnächst. Und dann haben sie eben das Datum genannt und das ist der 22. Dezember. Genau, da könnt ihr dann loslegen und könnt eure sauer verdienten Kröten in Spiele investieren, wenn ihr mögt. Und das dann also auch vergünstigt. Am 22. Dezember geht es dann wohl offiziell los. Dann, Können wir eigentlich auch bei Uplay gleich das... Können wir eigentlich das bei Uplay direkt mitmachen, das passt. Da ist nämlich auch ein Christmas Sale, da sind über 450 Titel im Angebot. Also ein wirklich große Auswahl aus dem Uplay, Ubisoft Portfolio. Ja, nicht nur Ubisoft. Nicht nur das, sondern auch alles, was es da gibt. Da gibt es verschiedene Sachen, genau. Ja, ich habe gerade überlegt, da war auf jeden Fall ein Titel, wollte ich nennen, war von einer anderen Firma. Aber ist auch egal. 450 Titel sind es. Ist schon sehr ordentlich. Über für PC, für PS4 und Xbox One. Und es hat gestern begonnen, am 16. Dezember. Ja. Und bis zum 3. Januar hat man noch Zeit, um sich da einzudecken. Es sind nicht nur diese, runtergesetzt von 90 Euro auf 89 Euro Angebote, sondern eben auch richtige Angebote, so wie sich das gehört, mit irgendwie unter 10 Euro auch für ziemlich coole Spiele, auch recht neue. Und es gibt dann aber auch Flash-Deals, anders als bei Steam, wo das ja abgeschafft wurde, dass man dann irgendwie stündlich sich fast einloggen muss, um zu gucken, es ist jetzt teurer, es ist jetzt günstiger. Gibt es da eben auch Flash-Deals bei Uplay, die so ähnlich ablaufen. Und das Coole ist auch, dass man zum einen, wenn man jetzt bis zum 18. Dezember bestellt, ein Retail-Spiel, also nicht nur ein Code, oder direkt in dem Programm Uplay, dann kann man nämlich auch das Spiel als Boxed-Version, die wird dann verschickt, dass ihr dann pünktlich zu Weihnacht am Heiligabend eben dann das Spiel verschenken könnt. Also dann noch rechtzeitig bestellen, wenn ihr da das haben möchtet. Ja. Schaut mal, ob da was Schönes für euch dabei ist. Aber der Olaf hat noch was. Genau, eine Info gibt es nämlich, was ein besonderes Schmankerl ist dabei. Wenn ihr nämlich eines dieser Angebote nutzt, dann erhaltet ihr automatisch Zugang zu Klaus Beta von The Division. Und das ist ja mal... Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Hätte ich vielleicht vor ein paar Monaten gesagt, gucken. Aber durch die ganzen Leaks, die ja auch in der Vergangenheit kamen, wir haben ja bereits darüber kurz gesprochen, soll ja The Division vielleicht doch gar nicht so schlecht werden. Nee, es interessiert ja auch sehr, sehr viele von euch. Das sieht man ja auch an den Abrufen, wenn wir da ein Video zu machen oder so. Ja. Schaut ihr auch euch gerne an. Also von daher lohnt sich das auf jeden Fall. Einer der erfolgreichsten Spielehersteller der Welt ist Riot Games. Und zwar mit League of Legends. Das ist ja eigentlich das einzige Spiel dieser Firma. Und damit machen sie ja also unglaublich viel Knete, muss man sagen. Ja. Und viele sagen auch zu Recht, weil es einfach auch ein tolles Spiel ist. Jetzt ist wohl eine chinesische Internetfirma, die war schon vorher, glaube ich, beteiligt an Riot Games, wenn ich das richtig verstehe. Genau. Die hatten Anteile bereits. Genau. Hat jetzt aber die Anteile erhöht, sodass sie quasi eine Übernahme eingeleitet haben, dass sie jetzt quasi also das Sagen haben bei Riot Games. Und jetzt ist natürlich eine spannende Sache, was bedeutet das für den Entwickler, was bedeutet das für League of Legends? Mhm. Eigentlich Gutes wahrscheinlich, oder? China ist groß. Ja, ist die Frage. Das sind immer so Sachen, letztendlich werden die dieses Jahr von Leuten abgeschlossen, die meistens auch mit Spielen sogar gar nichts am Hut haben. Und dann irgendwelche Entscheidungen, die werden dann halt nach unten gereicht und irgendwer entscheidet dann, ist es sinnvoll oder nicht, da irgendwelche Änderungen zu implementieren. Also eigentlich ist es eher so eine Zahlengeschichte, die von Leuten entschieden und gemacht wird, die eben nichts mit Spielen am Hut haben. Aber vielleicht kann es ja irgendwelche Folgen haben, man weiß es nicht. Die Frage ist, wollen die zum Beispiel versuchen, noch mehr Geld rauszuholen irgendwie als bereits getan wird oder lassen die es einfach liegen und konzentrieren sich irgendwie auf die Zukunft, vielleicht auf dem Ausbau auch des E-Sport
Geschehens rund um League of Legends, weil es gibt ja so Zahlen, die man nennen kann. Witzig auch zum Beispiel, dass League of Legends immer als eines der meistgespielten Spiele genannt wird, wobei es eigentlich das meistgespielte Punkt sein sollte. Meistgespielte Spiel, Punkt. Ja, also wenn man sich überlegt, aktuell. 27 Millionen Leute loggen sich da wohl täglich ein. Genau. Also die haben nicht nur einen Account, sondern die loggen sich da tatsächlich täglich ein und spielen das Ganze. Wenn man das auf einen Monat halt aufbricht, also über 67 Millionen Spieler. Das sind Zahlen. Die da, also nicht jeden Tag spielen, aber insgesamt halt, und das sind halt Zahlen, ja, da können andere von träumen. Ja. Also von daher eine Riesensache, wenn man sich überlegt, 2015 haben über 334 Millionen User, also Viertelmilliarde kann man sagen, ne, ja, via Livestream sich die Weltmeisterschaften angeguckt bei League of Legends. Und ja, da kann man schon sagen. Ja, so im Vergleich, wir haben noch, glaube ich, vor zwei Wochen über Battlefield 4 Spielerzahlen berichtet, die so ungefähr bei 30.000 bis 35.000 Spielern auf dem PC liegen. Hm. Ja, schon, 35.000 ja, im Vergleich zu, was war das nochmal, 27 Millionen ja, täglich. Das sind schon Zahlen, also da kann man schon mal mitarbeiten. Ja. Übrigens, diese chinesische Holding, das sind keine Unbekannten, die stecken auch so ein bisschen mit bei Activision Blizzard drin und bei Epic Games und so. Also es ist halt einfach eine Spiele-Holding, die halt überall so die Finger drin hat. Von daher, kann auch gar nichts bedeuten. Es kann auch, aber es ist ja jetzt nicht so, als dass die Firma da hingehen müsste und sagen müsste, Riot Games macht aber ganz viel falsch und da müssen wir jetzt irgendwas dran ändern, sondern dieses einfach weiterlaufen lassen, so wie es läuft, weil es läuft ja sehr gut. Genau. Genau, dann haben wir noch was zu einem anderen Spiel, das sehr, sehr gerne gespielt wird derzeit und sehr, sehr gut läuft. Das ist Ark Survival Evolved. Kam ja auch aus dem Nichts, war dann plötzlich da, dieses Survival-Spiel. Sah ja auch toll aus, muss man sagen. Ne? Unreal Engine 4. Glaube ich auch, durch die Grafik wurden die Leute darauf aufmerksam und haben gemerkt, das ist mittlerweile auch ein ganz ordentliches Spiel so. Ich weiß noch, wo du es das erste Mal gespielt hast und am Anfang so, und dann warst du dann doch relativ begeistert bei der Sache. Ja, es ging schon. Ja. Das ist natürlich auch so ein weiterer Survival-Titel und so weiter, aber das hat halt schon voll eingeschlagen. Weiß man, vielleicht ist der Grund auch darin begründet, dass es eben kein Zombie-Spiel ist, sondern eben Dinosaurier. Ja, genau. Da ist jetzt auf der, zumindest in der Konsolenfassung, also Xbox One, ein Split-Screen-Modus geplant. Das hat Wildcard, also Studio Wildcard, in einem Interview mit den Kollegen von GameSpot verraten, allerdings nur im lokalen Spiel. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr dann online da irgendwie suchen könnt und mit jemandem zusammenspielen könnt. Ebenfalls, wie gesagt, nur auf Xbox One die Möglichkeit, einen lokalen Server auf einer zweiten Konsole zu eröffnen. Und ja, der Xbox One Release des Spiels, weil das ist ja immer noch in dieser Early Access, basiert ja immer noch auf dieser Early Access Fassung, PC-Fassung, ist weiterhin für Juni 2016 geplant. Ich glaube, damit haben wir alles, ne? Damit haben wir alles. Auch die Frage ist natürlich, was es bringt bei einem eigentlichen Online-Spieler-Titel dann eben. Keine Ahnung. Die Mysterien irgendwie der Insel zu ergründen und da eben gegen Dinosaurier zu kämpfen und sich was aufzubauen. Ein weiterer Spielmodus. Lokal, das ist halt. Lokal. Na, ja. Na gut, es ist halt so, da, wenn man zusammen auf der Couch sitzt, irgendwie abends oder sonst was, streitet man sich nicht, sondern spielen beide Arcs, weil wie wollt, mein Gott. Keine Ahnung, werden wir uns vielleicht mal anschauen irgendwann, wenn ihr denn mögt. Schreibt uns das doch. Und ansonsten wünschen wir euch einen schönen Tag und sagen bis morgen.